Moin moin und willkommen zurück nach Ewigkeiten mal wieder zu einer Folge Dorfromantik. Etwas länger ist es her, gab ein paar Patches zu diesem Spiel und ich hatte einfach mal wieder Lust auf diese ganz entspannte Stimmung. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum und starten mal direkt hinein, ne? So, wer derjenige, der das Spiel nicht kennt, ihr werdet sehen, um was es geht. Ne? Zum Beispiel hier haben wir jetzt zwei Wälderkarten. Hier brauchen wir noch 16 weitere Bäume, damit wir diese Aufgabe erfüllen können. So, wenn wir die Aufgabe erfüllen, bekommen wir neue Kärtchen. Wir haben jetzt gerade 38 auf dem Stapel. Wenn wir bei 0 angekommen sind, ja, dann ist das Spiel zu Ende und wir haben einen bestimmten Highscore. Und mit solchen, ich sag mal, kleinen Quests kann man halt, ne, seinen Kartenstapel wieder aufladen. Hier zum Beispiel brauchen wir noch zwei weitere Flüsse. Können wir gern machen. Zack. Und hier hätten wir zum Beispiel genug Wald, um die beiden direkt fertig zu machen. Wunderbar. Aber sehr laut der Sound, ne? Wollen wir ein bisschen leiser machen? So vielleicht? So würde ich vielleicht sagen. So. Und dann würde ich sagen, genießen wir es einfach mal, diese schöne Stille. Hier brauchen wir drei weitere Wasserfelder, die kriegen wir auch noch hin. Hier sieht man auch die Sachen, die aufblinken, die sind verbunden miteinander. Ist, glaube ich, aber auch alles selbsterklärend. Eine große Mühle. Und es gibt auch noch eine Eisenbahn, wo ich jetzt nicht weiß, wo ich die hinstellen soll. Machen wir mal hier hin. So. Die kann man jetzt auch mal rückgängig machen. Diese Taste gab es zum Beispiel vorher gar nicht. War auf jeden Fall mal bitter nötig. Die Aufgabe haben wir auch geschaut. Am Anfang ist es noch relativ leicht, die Mission zu schaffen. Gegen Ende wird es dann mal ein bisschen tricky. Machen wir mal so ein kleines Häuschen, was da alleine steht. Das ist ja auch manchmal nicht schlimm. Hier bauen wir uns schon mal so eine kleine Stadt auf, falls wir da eine Mission kriegen. So, das ist zum Beispiel eine Karte. Da dürfen wir insgesamt nicht mehr als 13 Felder hier haben, davon haben an dem Ding dran. So, hier müssen wir noch 4 sowieso ran tun. Passt noch. Ich würde sagen, machen wir das. Machen wir so, oder? Ja. Ja, nee, da warte ich, glaube ich, noch auf so einen See. Geradeaus ist auch immer entspannt. Manche Felder wünscht man sich halt einfach mehr als andere. Weil die einfach entspannt zu platzieren sind. Na, jetzt gerade ist noch relativ entspannt. So, die beiden können wir miteinander verbinden. Sehr gut. Mal wieder eine Eisenbahnschiene. So. Wo tue ich dich denn hin? Ah, ist auch eine Eisenbahnschiene. Okay. Können wir so meinetwegen machen. Oh, guck mal, jetzt können wir die nicht. Ja, können wir nicht alle miteinander verbinden. Machen wir mal so. Wird vielleicht auch mal wieder Zeit, dass wir eine Mission hier schaffen, weil wir haben nur noch 36 Kärtchen, in Anführungszeichen. Aber wir haben jetzt auch schon länger keine Aufgabe mehr geschafft. So, darum lassen wir mal so eine kleine Stadt entstehen, falls wir dafür eine Mission bekommen. Was haben wir denn da? Ein Silo. Oh, geht doch gut, oder nicht? Und hiermit können wir auch die Aufgabe direkt erfüllen. Warum nicht? So. Und hier haben wir so ein Seefeld. Sehr gut. Dann können wir 4 Aufgaben auf einmal machen. Sehr nice. Das gab richtig gut Kärtchen wieder. Machen wir schon mal meinetwegen ein neues Feld. So, hier dürfen nicht mehr als 8 Häuser sein. Aber da können wir da oben schon nicht mehr schaffen. Aber hier unten. Meinetwegen können wir dann... Und jetzt kriegen wir so eine Stadtkarte. Können wir gerne auch so machen. Das heißt, ich darf jetzt nur noch ein einziges Haus hier an einer der Seiten ranbauen. Sonst habe ich die Mission nicht geschafft. Und, ne, es geht weiter. Aber kriege ich halt dafür die Karten nicht. Meinetwegen gehen wir gerne hier lang.
Solche Karten sind teilweise auch mal ganz nett. Solche Bahnenden. Das ist manchmal nicht verkehrt. Und hier sind wir zum Beispiel over the top. Scheiße. Ja, das sind auch keine drei Hauskarten. Müssen wir ein bisschen gucken. Und natürlich möchte man vielleicht auch ein bisschen gucken, dass das alles auch so passt, wie man das zusammenbaut. Ja, ich würde hier gern dickere. Ah, wir können auch so machen. Lass mich mal hier. Perfekt. Ein perfektes Feld, da gibt es auch nochmal eine Karte. Ja, hier wäre jetzt genau ein Haus dran, ne? X20, das ist das Ding jetzt. Da können wir sonst hier machen. Hier bräuchten wir eh nur noch drei Häuser. Nein, machen wir dazu. Haben wir schon ein weiteres Ende der Bahnschiene. Ist manchmal gar nicht verkehrt. Das können wir dann meinetwegen hier dran setzen. Ja gut, wenn ich das jetzt hier abschließe, ne, dann komme ich an den Wald hier nicht mehr ran. Dann ist der futsch. Wir müssen auch eine dicke Waldkarte warten. So, die Mission können wir sofort jetzt erledigen. Und dann machen wir hier weiter. So, das darf nur vier Wasserfelder haben. Sind wir natürlich hier überall derbe drüber. Machen wir meinetwegen hier nochmal ein Wasserfeld. Oh, das ist wieder so eine komische Bahnschiene. Die sind dann zum Beispiel asozial. Wo soll ich die denn jetzt hin platzieren? Da oben dann. Auch viel zu viele Häuser wieder. Wir kriegen das eine Haus nicht. So. Mal so ein freies Feld. Können wir meinetwegen mal da reinhauen. Gibt es nochmal zwei. Perfekt. So. Na, guck mal. Da haben wir so einen Wasserbahnhof. Das ist gar nicht, was der bringt, ehrlich gesagt. Ah, ne, stimmt, da kann man Eisenbahnschienen rüberfahren lassen. Aber das ist ein ganz bestimmter, glaube ich, nur. Wenn ich mich gerade nicht täusche. So, hier haben wir wieder eine Waldkarte. Aber können wir zum Beispiel hier nicht machen. Müssen wir hier irgendwo hinsetzen und auf so ein dickes Feld hoffen. Und ich kann die ganze Zeit meine Stadt nicht weiterbauen, das triggert mich. Jetzt hier haben wir endlich das eine Haus. So, jetzt könnten wir die miteinander verbinden. Na, so geht's. So. Nochmal so ein Stadtfeld, aber nur 19 Häuser. Da sind wir derbe drüber wieder, ne? Machen wir das hier erstmal. Und hier können wir die Mission jetzt abschließen. Ah, nicht ganz. Da haben wir eine neue direkt bekommen. Aber ist okay, passt schon. 8 Häuser, sagst du nur höchstens. Das schaffen wir schon irgendwie. Hier bräuchte ich nur noch 4. Das ist schon sehr verlockend. Brauchen wir dich dann erstmal dahin. 48 plus, Alter. Ah, ne. Machen wir hier oben dann erstmal hin. Ich merke schon, es ist manchmal einfach nicht verkehrt. Also machen wir mal hier, ne? Ja. Also zwei verschiedene Städte oder generell zwei verschiedene Wälder oder irgendwie sowas zu haben, wobei Wälder meistens egal sind. Da gibt es eigentlich nur Karten, wo du keine Begrenzung hast, wie hier, sondern immer so Pluskarten. Weil bei Wäldern, da müsstest du ja jeden einzelnen Baum zählen. Das ist ja auch ganz schön, oder wäre ganz schön scheiße. Jetzt müssen wir zum Beispiel auch wieder einen neuen Fluss machen. Der wird hier nirgendwo ranpassen und dadurch werden wir keine Punkte bekommen. Ah, neuer Fluss, sagst du. Können wir auch gucken, dass wir hier einfach mal hinbauen. Dann hier einfach nach oben gehen, bis wir die 5 Fälle abgeschlossen haben und dann hier den Fluss miteinander verbinden. So. Hier können wir die Mission abschließen. Haben wir mal eine neue direkt uns angenommen hier. 10 Felder. Viele. 4 Felder. Ah. Machen wir uns auch erstmal. Ach, fuck.
Nee, 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 nee. Mal versuchen wir klüger zu machen. Mal was denn hier irgendwie. Auch wenn ich es jetzt nicht so schick finde. Manchmal muss man da halt ein bisschen drin gucken. So Felder, also so richtig Felder. Felder müssen wir auf jeden Fall am besten nochmal hier so ein neues irgendwie erstellen, sage ich mal. Falls nochmal eine neue Mission kommt mit weniger Feldern als Aufgabe. Irgendwas haben wir freigeschaltet. Genau, hier ist jetzt so eine Silhouette. Baue zu diesem Punkt, um ein spezielles Kärtchen zu entdecken. Also um ein neues Kärtchen freizuschalten, was wir dann hier auch bauen können. Um dieses Kärtchen freizuschalten. Das wird also aufgedeckt, wenn wir ganz nah dran sind. Und dann wird dann auch revealed, was wir tun müssen, um dieses Kärtchen zu erhalten. Das ist, wird dann auch so eine kleine Quest sein. Deswegen, wir mal gucken, dass wir uns langsam vielleicht mal dahin bauen. So. Dennoch sollte man gucken, dass man natürlich hier die Aufgaben nicht aus dem Blick verliert. Das ist eine scheiß Bahnschiene. Machen wir meinetwegen erstmal so. Haben wir schon das Ende einer Bahnschiene? Das ist gar nicht verkehrt, dann machen wir das hier. Wir haben extrem viele Aufgaben hier gerade offen, ne? Aber ein paar Kärtchen haben wir noch. Schauen. Deswegen so eine Karte mit einem Feld drauf und einem einzigen Häuschen, Alter, das lohnt sich schon fast gefühlt irgendwo ranzusetzen. You know. So, Wasserfeld. Machen wir erstmal dann das jetzt zu Ende, würde ich sagen, ne? Und deswegen ist manchmal immer dann so der Anspruch an sich selber, jo, ich warte genau auf diese eine Karte, bis sie kommt, damit ich die hier schön reinbauen kann. Und meistens kommt die dann auch nie, die man benötigt. Irgendwo kickt dann ja schon der Perfektionismus, ne? Und das für sich so irgendwie schön haben möchte. Und dann auf bestimmte Karten einfach ewig lang wartet und die kommen niemals. Und man deswegen irgendwie so eine Mission oder so dann verkackt. Wir gerne so eine kleine Insel machen, das stört mich nicht. Kann man machen. So. Eine kleine Stadtkarte mit mal drei Häusern dran. Machen wir da hin. Das passt hier gut hin. Nehmen wir nochmal genau einen See. Das trifft sich gut, komm. Wollen wir dicht machen hier? Ja. Haben wir die Mission geschafft. Hier können wir mal... Machen wir so. Haben wir wieder ein Flussstück dran. Können wir gerne da oben hinsetzen, dann können wir vielleicht ein neues Feld da oben entstehen lassen. Und hier gehen wir auch mal wieder weiter nach oben. Straight up. Ja, passt. Wir haben wieder ein Schienenende. Das können wir erstmal... Boah. Erstmal ist gut, ey. Da einbauen. Eine Teichkarte. So, da hat sich schon mal die Silhouette jetzt ergeben. Ich kann es nur erahnen, irgendwelche Tiere sind das. Und ich glaube, da müssen wir auch... irgendwas mit dem Wald, glaube ich mal. So sieht es aus. Aber wir haben ja schon einen großen Wald, der sich da langsam hin erstreckt. Also ist das, glaube ich, gut hinzukriegen. So, hier brauchen wir höchstens nur noch ein Haus. Dann haben wir die Mission. Das heißt, die zwei dürften auf jeden Fall reichen. Wir können bei Bedarf weiter nach oben bauen. Hier können wir jetzt auch die endlich mal miteinander verbinden. So. Aber gesehen, ne? Die Mission jetzt hier, die Quests haben ein bisschen länger jetzt gedauert. Ich hätte es natürlich auch forcen können, indem ich halt... Karten mit, sag ich mal, mit einem einzigen Häuschen dran gesetzt hätte und so. Aber weiß ich nicht. Sieht dann halt nicht mehr so schön. Ne? Na komm, wir bauen da mal immer noch weiter hin. Komm. Zacki, zack. Ah,
eigentlich relativ egal, wo wir hier lang fahren, ne? Juckt halt ehrlich gesagt nicht gerade. Eine Bahnmission hatten wir noch gar nicht. So, jetzt hier nur ein einziges Feld, dann haben wir die Mission schon mal geschafft. Ich würde auch gerne versuchen, einen großen See zu machen. Das sind halt so Pläne, die man dann hat, aber ne, schwierig umzusetzen sind. Wäre ja schon gesagt. Aber hier bräuchte ich jetzt zum Beispiel das Bahnschienenende irgendwo, weil das ist jetzt schon wieder eine Schmutzgarde. Ah, hier kann man das machen vielleicht. So, da haben wir eine Mission wieder für den Wald. 544 Bäume. Können wir zum Beispiel, theoretisch könnten wir es jetzt hier ranbauen. Aber dann bräuchten wir irgendwas hier mit Eisenschiene, Eisenbahnschiene und Wald. Ich glaube, der würden wir uns hier gerade selber ins Bein schießen. Dann machen wir das hier hin. Und die könnten wir gleich mit einem langen Fluss einmal verbinden. Dann dürfte die Mission auch direkt erledigt sein. Hier unten haben wir aber noch eine zu erledigen zum Beispiel. Haben auch ewig gefühlt auch keine richtige Mission mehr, ne? Das ergibt am meisten Sinn. Man kann so einen schönen Teich einfach machen, ne? Oh, schick. Ergibt für mich hier am meisten Sinn. Da brauche ich nur noch 5 Felder. Jo, Alter, dann kommt mal eine neue Mission hier. Und gefühlt gerade sehr rar gesät. Meinetwegen so. Ja, wir können eine Stadtmission abschließen. Sehr gut. Hier gehen wir weiter nach oben. Ah, eine ganz normale Eisenbahnschiene. Ah, why not? I take it. So, nochmal 3 Häuschen. Wunderbar. Ein Feld noch ein ordentliches und dann kann ich die miteinander verbinden. Das, oh, na geil, da habe ich mich selbst wieder jetzt hier ins Bein geschossen. Dann müssen wir jetzt mit dem Wald entweder hier rumgehen, was schwierig ist wegen der Eisenbahnschiene, oder wir gehen hier einmal außen rum mit Wald. Ich glaube, das müssen wir machen. Anders geht das nicht. Na gut. Wir haben auch nur noch jetzt 30 Kärtchen, so langsam, ne? Muss man mal gucken. So. Wollen wir wenigstens gerade mal 2 Missionen abschließen. Aber diese Karten mochte ich noch nie, ey. Na, kann man das wohl machen. Brauchen wir nur noch 1, ne? Würde ich jetzt auch gern den See miteinander so verbinden. Fuck it, ey. Da müssen wir da noch warten. Na, hier vielleicht? Ja. Da bin ich dabei. Aber gefühlt bekommen wir wirklich nicht viele Missionskarten. Aber das kann auch Einbildung sein. Sehr gut. Hier haben wir eine Teichkarte. Die setzen wir jetzt auch für diese Mission einmal. Ah, nee. Ich brauche eine ganze Seekarte, ne? Na dann. Oh ja. Das ist gut. Glaube ich. Oh ja. Oh ja. Und somit haben wir eine neue Karte freigeschaltet. Mit Wildschweine. Sehr cool. Like it. So eine Mission für eine Stadt haben wir nicht. Deswegen nehmen wir hier den Wald mit. Und langsam müssen wir ein bisschen gucken. Solche Karten bringen gefühlt fast gar nichts jetzt. Und wir bekommen gerade eine ganze Menge davon. Da können wir meinetwegen ranbauen. 2 Häuser. Ja, komm. Können wir gerne auch so machen. Eine neue Silhouette hat sich aufgetan. Da können wir gerne langsam aber sicher mal hinbauen. Jo, Alter, wo sind denn hier die guten Karten? Jetzt mal Flachs. Ah, die können wir jetzt miteinander mal verbinden. Dann machen wir das so. Wunderbest. So. Ja, komm, gehen wir nochmal runter. Eine neue Mission. 43 Häuser. Dann gehen wir auf jeden Fall hier hin, ne? Stadt. Ah, nee, Wald. Das ist eher gut für Wald. Jetzt, zack. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Ding ist,
um da unten hinzubauen. Also können wir können gerne da unten hinbauen, aber dafür brauchst du am besten auch Karten, wo du dir denkst, so, jo, das lohnt sich. Da können wir gerne mal ausprobieren. Damit nach unten, zu moven. Auch irgendwie hast du den inneren Drang, auch hier so Lücken zu schließen, weißt du? Ich kann nicht widerstehen. Ich muss sie jetzt hier zumachen. Machen wir ja sonst Kirre hier. Sehr gut. So eine neue Stadtmission. Werden gefühlt auch immer größer, die Städte. Natürlich. Und mal wieder eine neue Quest für Felder. Alles klar. 33. Guck mal, das passt perfekt. Wir müssen nur ein einziges Feld hier noch ranklatschen. Dann haben wir die Mission schon geschafft. Voila. Wunderbar. Jetzt warte ich zum Beispiel auf ein paar Bahnenden. Also sonst wird es hier langsam ein bisschen fraktal, ey. Hier warte ich jetzt auch auf ein Bahnende. Auf ein Schienenende, whatever. Ach, fuck. 29. 18. Das ist schon lecker, ne? Das muss halt exakt wieder passen, Alter. Scheiße. Können wir das da ransetzen? Ja, können wir machen. Muss sein. Muss sein. So, man darf auch vor allen Dingen auch die Mission nicht aus den Augen verlieren. So nach dem Motto, dass man so auch vergisst, welche man überhaupt hatte. Kann nämlich auch schon mal gut passieren. Und hier zum Beispiel ist besser für Stadt natürlich. Auch besser für Stadt. Das ist wohl besser für Wald. Platziere Kelche an leuchtenden Kanten, um diese Gruppe zu schließen, also die Fahnenquest zu erfüllen. Achso, ja, das ist ein kleiner Hinweis einfach nur. Na gut, nee. Ja, wissen wir. Das wissen wir. Und keine Ahnung, ich hatte einfach mal wieder Lust auf das Spiel. Schon ewig her, dass ich das mal aufgenommen hatte. Und ich finde, das hat einfach einen sehr entspannenden Vibe. Der Wald sieht ja auch mittlerweile ein bisschen strange aus. Können wir ein bisschen nach rechts ausbauen, ist ja egal. Der Wald ist ja eine ganze Fläche. Drei Häuschen. Ja, wo sollen die jetzt hin, ne? Wir können gerne versuchen, nochmal die Stadt ein bisschen größer zu... Ich hatte gerade kurz Angst, dass wir die Stadt schon abgeschlossen haben. So, ein Wasserfeld. Ja, hier müssen wir langsam mal fertig werden. Das wird ganz schön groß hier, ne? Jetzt haben wir wieder so ein Füllfeld. Guck mal, das brauchst du eigentlich fast nirgendwo ranzubauen. Ja, komm. Hier können wir die Stadt nochmal größer machen. Man muss auch immer überlegen, in was investiere ich. Investiere ich jetzt in eine neue Ortschaft mit den Häusern hier? Oder mache ich die noch größer? Das heißt, wenn eine Stadtmission kommt, dass ich die vielleicht sogar fast abschließen kann. So, ein zweiter Wasserbahnhof finde ich jetzt auch schon wieder absolut hässlich. Aber er ist absolut nötig hier eigentlich. Na gut, komm, was soll's. Was soll it? Wir bekommen gerade extrem viele Häuserkarten. Brauchen wir gerade gar nicht. Na, dann machen wir eine neue Ortschaft. Was? Komm. Hier sind Felder, die würde ich auch gerne da überlassen. Dann machen wir hier eine neue Stadt, würde ich sagen. Ja. Zack. Zack. Guck mal. Noch drei, dann haben wir das. So, Wasserfelder. Jo, Alter, so groß wollte ich da aber den See auch nicht machen. Mal da. Oh, wie schön. Das hätte ich jetzt richtig gerne dahin gebaut, aber nope, Sir. Wir müssen die Mission abschließen. Dann machen wir das hier. Ja. So, ein Feld brauchen wir da oben noch. Wir haben aber nur noch 14 Plättchen. So langsam wird's knapp. Und das meine ich halt. Ne, es gibt natürlich noch, ihr habt ja gesehen, wenn manchmal der Perfekte steht, das liegt daran, weil die, wenn du irgendwo ein Plättchen ransetzt oder in eine Lücke oder so und das einfach zu den angrenzenden Grenzen hier passt gut, der Übergang, dann kriegst du nochmal extra Kärtchen. Ich glaube immer nur eine pro perfekten Rand oder so, irgendwie so. Oh, da war eine Bahnschiene, habe ich gar nicht gesehen. Oh, aber man kann ja rückgängig machen, never mind. Warte mal. Ja, wir müssen natürlich aber auch hier den Wald mitnehmen. Hier können wir eine neue Mission abschließen, aber ich würde gerne zum Beispiel, ne,
Damit wird das ganze Feld abgeschlossen. Ich würde es natürlich gerne noch nicht abschließen. Für weitere Missionen. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon gerade viel zu weit in die Zukunft denke, weil so nach dem Motto, schaffen wir eh nicht mehr bis dahin. Was ist denn das da? Ich kann das tatsächlich gar nicht identifizieren. Was ist denn das? Sieht aus wie eine Burgruine, ne? Boah, das wäre schon. Sieht aber auch nach Wald aus. Und Wald haben wir zum Beispiel unten gar nicht. Müssen wir da komplett von neu anfangen. Na, kommt drauf. Da kommt doch bestimmt noch mal ein besseres Feld. Na, da geht man auch mal so mit dieser Meinung ran. Kommt bestimmt noch mal ein besseres Feld. Na, guck mal. Wunderbar. Das war auch bitter nötig. Ah, Wald. Wir haben sehr viele Wassermissionen noch offen. Die müssen unbedingt mal fertig werden. So, da können wir wieder... Na, doch, machen wir hier. So ein Wasserfeld. Eigentlich müssen wir fast jedes jetzt, was kommen sollte, ransetzen. Besser wäre das. Ach, fuck it. Da dann halt nicht. Ja, meinetwegen. So. Weil, siehst du, das meine ich. Was ist denn das jetzt für eine hässliche Scheiße? Hä? So. Oh, der erste Schienenmission haben wir. Tatsache. 6, 5. Ja, ist aber klar, dass wir die hier hinsetzen, ne? Alter, 940 Wald, Junge. Ja, guck mal, die Mission können wir jetzt nicht machen. Wir haben nur noch 7 Kärtchen, sehe ich gerade. Das ist absolut kritisch gerade. Aber kann ich knicken, jo. Na, warte, die Mission können wir jetzt schaffen. Ja, wir sind aus dem roten Bereich raus, aber gut, da sind wir auch sofort wieder drin jetzt. Habe ich die Stadt jetzt hier? Ne, habe ich nicht abgeschlossen, oder? Nope, Sir. Ich würde halt die auch gerne irgendwann mal abschließen, aber... Ah, warte, können wir doch jetzt... Ah, ne, wir brauchen dafür eine Flusskarte. Belastend. Machen wir eine Waldkarte. Na, und... Oh ja, oh ja. Sehr gut. Da gab gerade ordentlich Punkte. Die Firma dankt. So eine neue Mission, die dürfen wir vielleicht sogar dann... Ah, ist mal knapp dran. Aber die können wir abschließen. Aber nochmal so ein Wasserrad, ey. Das sind so nah aneinander. Ist so nicht schick, ey. Ist so nicht tri-schick. Machen wir hier. Wir bekommen gerade wieder sehr viele Häuserkarten. Ich weiß jetzt nicht, was das heißt. Eine neue Mission würde halt gut, würde ich gut heißen, ne? Die müssten wir eigentlich, ja, was heißt müssten wir ransetzen? Das Ding ist, dann bräuchten wir hier eine perfekte Schienenkarte und die werden wir wahrscheinlich nicht so schnell bekommen. Das Ding ist vielleicht klug, wir die dann woanders hinzutun, tatsächlich. Ist mir auch eigentlich egal, wohin. Meinetwegen hier. So, Waldkarte. Ah, da können wir schon wieder nicht mehr ransetzen, aber hier. So, wieder eine End. Siehst du, dann wirst du plötzlich zugeschissen mit diesen Karten hier. Ist mir egal, machen wir da ein. So, 23 plus, das ist gut. Vor allem auch, weil es eine Gerade ist. Eine Gerade ist immer zu gebrauchen. Meinetwegen gehen wir auch mal nach da und gehen wir nach da. 9 Karten haben wir noch. Neue Quests würde ich aber auch bevorzugen. Weil wir verschwenden zum Beispiel jetzt hier die ganze Zeit so Kärtchen, die wir jetzt gerade einfach gar nicht benötigen. Ja, 6 Karten. Jetzt wird die Luft aber sehr dünn. Die sind miteinander jetzt vernetzt. Waldkarte eine dicke, das ist gut. Oh ja. Mega wichtig. So, Pluskarte. Nicht mehr als 10 Felder. Ihr merkt, wir haben kein Wassergebiet, was unter 10 Felder hat. Theoretisch müsste ich dafür jetzt extra eine neue Mission anfangen. Also ein neues Gebiet. Aber da komme ich auch eigentlich nicht drum herum. Ja, da können wir wenigstens noch was an den Waldrand tun. Lol. Eine Biberburg. Ja, nee, sieh mal einer an. Kärtchen freigeschaltet. Eine Mission haben wir, glaube ich, geschafft. Boah. Schön. Hätte ich jetzt gerne auch auf den Wald weitergemacht, aber gut, dann machen wir ihn halt hier. So, eine weitere Feldkarte.
oder gerade. Sehr wichtig. Nächste Mission abgeschlossen. Schon haben wir wieder 18 Karten. Wir loben natürlich nicht den Tag vor dem Abend. Wir machen jetzt mal die beiden Missionen, weil die sind gerade so nah aneinander. Die lassen sich... Boah, ja, die lassen sich sehr gut erfüllen. Lass mal machen. Sehr gut. Ja, diese Bahnhöfe finde ich gar nicht so schön. Also ja, einmal, zweimal kann man sie vielleicht benutzen. Aber doch nicht dreimal in so einem kleinen See, Alter. Nee, finde ich nicht hübsch. Nee, danke. Alter, 1100. Was? Jo, ey, langsam wird es ganz schön knapp wieder. Wir kriegen aber auch keine Missionen ran. Keine guten, würde ich behaupten. Die sind auch immer ganz schön belastend zu platzieren, muss ich sagen. I don't know. Ah, machen wir dazu. Sieht mir doch am sinnvollsten aus. Ah, da haben wir noch eine neue Mission. 171 Häuser. Natürlich kannst du vorher nicht wissen, was du für Missionen bekommst. Und natürlich ist das hier unten mit Abstand die größte Stadt, die wir haben. Lohnt sich also hier auf jeden Fall am meisten. Eine Feldmission haben wir gerade gar nicht. Das ist schade. Und auch hier sehen wir gerade 5 Karten. Jetzt sind unsere Karten gleich wieder alle. Scheiße. Die Mission können wir jetzt sofort abschließen. Das ist gut. Dennoch ist das alles gerade sehr knapp hier. Ja. Boah, das Ende einer Eisenbahn. Nee, das kann ich knicken. Ich werde niemals ein perfektes Stück hier bekommen jetzt. Never ever. Nein, rückgängig bitte. Da haben wir schon die nächste Silhouette freigeschaltet. Ja, wir müssen hier lang gehen, Alter. 8 Strecken noch. Ist auch mit Abstand natürlich die längste Eisenbahn, die wir haben. Gut, guck mal, die Mission können wir zum Beispiel eigentlich komplett knicken. Außer wir bekommen halt... Ja, ne, eigentlich können wir es knicken. Weil wir haben so viele Waldmissionen. Ja, das ist die letzten Karten. Das sind die letzten. Damit kann ich jetzt hier nichts mehr verändern. Wir werden auf jeden Fall verlieren. Schade. Aber ich würde sagen, für die erste Runde nach ewiger Zeit kann man das auf jeden Fall mal machen, oder? Ich finde schon. Gut, wir haben einen Highscore von, ja, warte, nicht ganz. So, da haben wir gerade irgendwie nochmal 2 Karten geschenkt bekommen. Ich habe das Ding jetzt da reingesetzt. Hat anscheinend uns ein Perfekt gegeben. Falls ihr euch fragt, warum gerade der Cut da war, ich musste mir natürlich kurz ein kleines Thumbnail machen. Ich musste gerade gucken, wie das geht und bevor ich da irgendwie jetzt hier Game Over gehe und was weiß ich und irgendwas wegklicke. Na, na guck mal, wir können tatsächlich noch ein bisschen weitermachen. Ich glaube es ja nicht. Was ein Schwein. Ja, wir sind so verzweifelt, wir setzen auch einzelne Häuser jetzt hier in die Stadt dran. So. Guck mal, wir könnten sogar demnächst hier eine Verbindung schaffen. Ah, es wäre so viel drin gewesen noch. Und damit war es das. Ein Highscore von 11.450. Den Highscore, den wir mal hatten, war 11.920. Damit waren wir gar nicht so schlecht für den First Try nach Ewigkeiten. Wobei, ich sag mal, so kompliziert ist das Spiel auch nicht. Man könnte da natürlich nochmal ein viel, ich sag mal, professioneller rangehen, indem man auch auf die Kanten achtet. Aber mal schauen. Ich hoffe natürlich, euch hat diese Folge gefallen und ich würde sagen, da mache ich mal ein paar Folgen von, ne? Macht mir mega Laune. Und ja, ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und haut rein.